Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem. Ich versuche mich gegen die Wand zu lehnen. Und hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. So, jetzt aber nochmal. Heute ist Freitag und heute habe ich euch so eine kleine, ja, so eine kleine Angewohnheit von mir, die ich euch erzählen wollte. So was Kleines, Feines, was irgendwie auch ein bisschen witzig ist. Dann sagt man manchmal. Also, es ist wie folgt. Ich bin ja jemand, ich verschenke nicht oft Sachen. Ist einfach so. Ich weiß auch nicht, ich bin da ein bisschen geizig. Ich gebe es zu. Und dann verschenke ich meistens, wenn dann selbstgemachtes oder Kleinigkeiten oder ich hänge mich eben bei Geschenken an. Und ja, das habe ich glaube schon mal erwähnt, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Aber wenn ich dann was verschenke, dann bin ich total schlecht darin, geheim zu halten, was ich verschenke. Und dann ist es oft bei mir so, dass ich dann, ja, dass ich das dann den Leuten schon ewig davor erzähle. Zum Beispiel sage ich, meine Eltern kriegen dieses Jahr von mir einen Schnaps geschenkt. Den habe ich bei meinem kurzen Österreich-Trip eingekauft und den kriegen sie jetzt geschenkt von mir. Und ja, und dann ist es so, dass ich jetzt zu meiner Mutter gesagt habe, also sie und Papa bekommen ja einen Schnaps von mir, aber seid überrascht. Oder auch mit meiner Großmutter habe ich, glaube ich, ein 30-minütiges Telefonat geführt, was sie denn jetzt gerne zu Weihnachten von mir geschenkt bekommen wollen. Und da habe ich noch zu ihr zum Abschluss gesagt, das ist ja super, dann kannst du dann, wenn du das nächste Mal irgendwie hinkommst, kauf dir doch einfach den Wein und wenn du dann und ich gebe dir dann das Geld dann dafür. Also meine Oma sollte sogar ihr Geschenk noch selbst einkaufen. Und wenn sie es dann gekauft hätte, wäre bestimmt gekommen. Bei mir ist gerade das Licht angegangen. Ja, sei aber auch überrascht, wenn du es dann überreicht bekommst. Ja, ich bin da irgendwie so ganz schlecht darin, Dinge für mich zu behalten. Ich erzähle immer sofort, wenn ich irgendwie ein Geheimnis höre. Ich kann das überhaupt nicht. Ich finde auch, dass es für mich total anstrengend ist und dass ich so ein richtiges Drücken in der Magengegend kriege, wenn ich dann irgendwie Geheimnisse habe. Also irgendwie fühle ich mich gerade hier voll unwohl, weil ich das Gefühl habe, dass hier gleich eine Spinne um die Ecke gehüpft kommt. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber ich habe da gerade so, ich habe gerade da voll die Paranoia. Es ist jetzt, ja. Ja, und auf jeden Fall ist es dann so, dass ich auch dazu neige, dass ich dann die Geschenke Monate vorher schon den Leuten erzähle. Und ja, dass ich es dann erzählen muss, wortwörtlich. Und dass ich es dann andere auch wirklich nie überrascht ist, was er denn nun geschenkt bekommt. Und die einzige Möglichkeit, ob das zu verhindern ist, zum Beispiel vor ein paar Weihnachten, damals, ihr wisst schon, ganz lang her, letztes Jahr, da habe ich meinem Papa eine E-Mail-Adresse eingerichtet, eigentlich nur so. Und dann an Weihnachten ist mir eingefallen, ich habe wirklich viele Geschenke. Da habe ich ihm die E-Mail zu Weihnachten geschenkt und das war die einzige Möglichkeit, wie ich es nicht vorher erzählt habe, was ich gedenke zu verschenken. Und ja, das sind so diese Geheimtricks oder so Sachen zu sagen wie, entschuldigt. Oh Gott, das ist mir jetzt echt unangenehm. Tut mir leid, das ist mir jetzt wirklich, wirklich unangenehm. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, oder eben so Sachen zu machen wie, es so früh zu kaufen, dass ich vergiss, was ich dem anderen schenke, dann schon einzupacken, Namensschild draufpacken und dann am Tag, wo es geschenkt wird, auch so überrascht zu sein, so, ach, das schenke ich dir. Aber ja, ich bin da ganz schlecht darin, so Geschenke oder auch Geheimnisse für mich zu behalten. Und ja, ich habe da oft dann die Probleme, dass ich dem anderen die Überraschung natürlich kaputt mache, aber ja, kann halt nicht ändern, ist so. Es ist auch so, dass meine Mutter mir nie erzählt, was sie den anderen schenkt, weil ich es dann auch wieder weiter erzählen würde. Das ist nämlich das Schlimme bei mir. Ich erzähle nicht nur, was ich verschenke weiter, nein, ich neige auch dazu zu erzählen, was andere geschenkt bekommen. Ist nicht so toll. Naja, das habe ich schon als Kind gehabt. Ich habe das schon immer. Es ist bei mir auch so, dass ich keine Überraschungsgeschenke mag. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man mir irgendwas schenkt, wo ich nicht vorher weiß, was es ist. Und ja. Ja, eigentlich echt nicht. So, wenn ich drüber nachdenke.
nachdenke. Und vielleicht erzähle ich es deswegen wiederum anderen, weil ich dann wieder von mir ausgehe, dass man ja keine Überraschungen mögen könnte. Interessant eigentlich, so vom Gedankengang, den ich aber unterbewusst wahrscheinlich habe. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall, dieses Jahr kriegen von mir meine Verwandten, meine Großeltern kriegen 2 Flaschen Wein, meine Eltern kriegen jeweils eine Flasche Schnaps, also mein Bruder einen Schnaps, mein Vater einen Likör. Und sonst kriegt keiner was. Doch, meine Zweiteltern kriegen noch jeweils ein Badeseifenset von mir geschenkt. Aber dann war es das auch. So, und jetzt, wo ich es euch erzählt habe, fühle ich mich schon ein Stückchen besser, weil jetzt weiß es jemand. Ja, das ist auch noch so eine Möglichkeit, jemandem anders zu erzählen, was ich verschenke. Ich muss dieses Video jetzt leider sofort beenden, weil ich gerade die Befürchtung habe, dass ich heute vergessen habe, etwas von meinem Leo, dass ich irgendwas blöd hingestellt habe und mein Hase gerade irgendwas frisst, was er nicht fressen sollte, weil ich gerade so komische Knabbergeräusche höre. Und das macht er gerne. In letzter Zeit frisst er immer gerne die Handschuhboxen, die ich da hinstelle. Und die sind überzogen mit so einem Zeug. Und das ist vielleicht nicht so gut für ihn. Und ja, deswegen sollte ich vielleicht diese Box jetzt mal schnell wegtun. Es tut mir leid, dass ich das Video jetzt so schnell beenden muss. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so habt. Dieses, ich kann die Überraschungen überhaupt nicht für mich behalten. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.trinkenheit.com. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch und bis dahin hoffe ich, dass ich euch dann endlich mal meinen Reisebericht erzählen kann. Wir sehen uns, bis bald. Ciao!